Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Heutiger Deckpro ist Philipp mit einem Cosmo-Deck. Ach so, geschrieben. Meinte mich an irgendeinen Nick namens Turbinator zu erinnern, Abonnent. Aber der wurde anders geschrieben. Und, nee, der hätte und wenn das ein Abonnent von uns ist, dann hätte der auch ein extra Deck benutzt. War Turbinator nicht, du meinst ein Side-Deck? Ein extra Deck. Achso, der Gegner, nicht der. Der Gegner, der gerade gegen uns spielt und kein extra Deck hat. Also wie genau ging das jetzt nochmal? Also du guckst. Nee, vorzeigen. Hier steht vorzeigen. Also du verbannst dich jetzt und kannst damit irgendwas anderes beschwören. Richtig, nämlich den Flieger. Dann kann der, dann schießt der. Trank der Zerstörung, okay. Wow, du hast... Alter. Geiles Blatt, ne? Aber richtig hart. Braucht man den Hammer-Effekt? Den was? Den Hammer-Effekt. Brauchen nicht, aber ich sag mal eher doch, den brauchen wir. Also, wir brauchen ihn nicht, aber ich benutze ihn. Mhm. Oh Gott, das wird immer geiler. Das Blatt oder was? Mhm. Das Deck ist lustig, obwohl wir jetzt gerade nämlich. Das ist eine arschgeile Hand, muss man mal dazu sagen. Ja, du darfst ja auch mal Glück haben. Stimmt. Jetzt bin mal gespannt. Kannst du mit dem, was da rauskommt, dealen? Kommt drauf an, was rauskommt, aber du müsstest dich eigentlich können. Das Farmgut hat ja 1-6, oder? Ah, Death. Nevermind. Langweiler. Nevermind. Ach so. Got it. Das Notfall-Teleport gezogen. Ja! Warum rufst du jetzt das Farm-Girl? Achso, da ist noch ein Kosmo-Monster. Ja. Und angreifen kann ich ja trotzdem, dann kommt er wenigstens geschwächt wieder. Nein. Und das Ding wird übrigens verbannt. Weil du kannst den Effekt mit Verbannen nur einmal pro Spielzug machen. Ja, und dann wird es verbannt und dann ist es auf dem Spiel entfernt. Da kann ich mich wieder auf die Hand nehmen mit der Cosmo-Town und dann komme ich zum nächsten Zug mit dem Flieger machen. Passt doch. Also du meinst... So. Ach so, klar. Und im nächsten Zug dann Cosmo Town. So, jetzt hat. Passt schon, war wie geplant. Mhm. Das OP an Cosmo Town ist vor allem, wenn du einmal eine hast, ne? Dann ist Ende. Ja. Weil, wenn die zerstört wird, sucht sie die nächste. Das ist zum Glück nicht OP, dass sie sich selber suchen kann. Es hat schon einen Grund, warum Karten in Yu-Gi-Oh! Sich eigentlich so gut wie nie selber suchen können. Ja, weil immer sowas steht wie außer dieser Karte. Ja. Außer bei der einen Karte, da stehen noch ein paar mehr Ausnahmen, aber ja. Da gab es doch irgendeine lustige Karte, bei der irgendwie 1000 Ausnahmen dastehen. Ja, Wächter. Weil es halt etliche Karten gibt, die auch Wächter haben, aber nicht in das Wächter-Thema gehören. Hm. Wir wissen ja alle, Wächter hier Arthurs OP, ne? Die war damals wirklich OP. Die kannst du einfach so rufen. Ne? Aber der Typ mit dem Wächterdeck war cool. Also der Charakter hier. Vom Charakter war der echt cool. Und ich dann nachher so selbst. Ach, ich mochte den Typ. Also den mochte ich ja, richtig. Den mochte ich. Der war echt cool gemacht vom Charakter her. Was will der mit seinen scheiß Tränken? Saufen? What? Bad. What the fucking hell? Keine Ahnung.
Das tut ja weh beim Zugucken. Also, kleiner Tipp, Kollege. Eher overdrawn wir als du. Ich überlege gerade, an welchen Stellen macht man mit diesem Deck eigentlich Plus? An der hier. Macht ihr der... Ich lupe ja nur. Guck mal, die einzige Karte, die ich bisher verbraucht habe, war der Notfallteleport. Alles andere habe ich geloopt. Richtig. Er war wirklich so doof. Danke. Wenn das jetzt ein Lichtmonster gewesen wäre, hättest du das natürlich anders geregelt, ne? Ja. Und so. Okay, auch das war jetzt gerade Plus. Er hat nichts mehr im Deck. Ja gut, du machst dadurch Plus, dass du keine Karten verbrätst und jede Runde was ziehst. Du machst Plus durch die Draw-Phase. Richtig. Bums. Ich hätte es dann nochmal zwischendrin noch die Gutexte einbringen können, aber das wäre nicht genug Schaden gewesen, wäre um 1000 off gewesen, aber wurscht, der Typ hat eh aufgegeben, also bis gleich zur Deckbewertung. Nein. So, da sind wir wieder. Erstmal nicht sortiert. Aber okay. Ja, also jedes Kosmo-Viech dreimal ist ja Standard. Mehr ist halt einfach nicht draußen. Dreimal Kosmoton, dann noch zweimal Landform, weil der Feldzauber ist OP. So. Was habe ich weiterhin? Also ich habe mich jetzt gerade mal informiert, was man in Kosmo-Deck sonst so spielen kann. Man kann natürlich Gord spielen, aber dann natürlich ohne Fallen. Genau, also was ich jetzt gesehen habe, war, dass anscheinend im Moment eine Beatdown- bzw. schnelle Version des Decks bevorzugt wird. Hier ist es ja obviously die Control-Variante. Ja, ich meine, es ist ja erfahrungsgemäß so, dass sehr oft bei irgendwelchen neuen Themen erstmal eine Tempo-Version gespielt wird, bevor man dann draufkommt, im Moment Control-Version ist ja besser. Huster-Teller. Das war bei Satella so, das war bei Clifford so. Bujin. Bei Bujin war es nicht so, weil da die Karten, die das schnelle Spiel ermöglicht haben, erst später rausgekommen sind. Aber es gab auch Tempo Bujin. Ja, aber nicht ganz zu Anfang. Das stimmt. Dann, das war bei Burning Abyss so, wo es mal dieses Format gab, also beziehungsweise als genug Burning Abyss Viecher für sowas rausgekommen sind, gab es dieses Format, wo Trapless Burning Abyss gespielt wurde. Was dann wiederum hart gegen Satella Knights verloren hat. Mhm. Ja. Und ja, das war, also kurz und gut, das war bis jetzt bei sehr vielen Decks so. Deswegen lass es hier nicht automatisch richtig sein. Bei den meisten hat es sich nicht durchgesetzt. Bei Necrots zum Beispiel, die werden nie mit Traps spielen. Das wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Traps haben da einfach keinen Platz drin. Jetzt halt bei Satella haben sie es und wie man sieht, haben sie es hier auch. Ja. Also was man natürlich machen kann, ich meine, klar, was natürlich eine Sache ist, Chicken Race ist jetzt raus. Ja. Und Chicken Race ist OP. Ich weiß gar nicht, wie die Karte auf Deutsch heißt. Haken ist halt, das ist ein Feldzauber. Ja, macht doch nichts. Für Gods ist das wurscht. Für die Cosmotown aber nicht. Kannst du ersetzen. Du ziehst mit Chicken Race eh nur eine Karte und ersetzt dann durch Cosmotown. Und dann liest du die Karte mal durch. Wie heißt die denn jetzt auf Deutsch? Irgendwas mit Rennen. Gib mal Rennen ein. Na toll, kommt alles, was mit brennend ist. Such nach Spielfeldzauberkarten. Okay, nichts mit Rennen. Echt nicht? Na stimmt. Dann gebe ich mal einfach so ein, es gibt ja nur 100 Spielfeldzauberkarten. Moment, ich gehe schnell durch. Wie hieß denn die Karte? Ich hab doch gesagt, ich gehe gerade durch. Na, auch nicht. Wo haben wir es denn? Alter, bin ich jetzt bescheuert? Hemmung! Hemmung? Was, Hemmung? Ja, Hemmung. Oder Hemmung. Auf Englisch Chicken Game. Jetzt heißt Chicken Game. Aber es hieß noch was mit Rennen. Okay. Warum spielt man sie? Ja, klar. Das muss der Plan sein. Du spielst die Karte, zahlst 1000 Lifepoints, ziehst eine Karte oder zahlst sogar keine Lifepoints, weil deine Lifepoints eh niedriger sind als die vom Gegner und ersetzt dann durch Cosmotown. Weil du willst dem Gegner ja nicht auch die Chance lassen, eine Karte zu ziehen. Das kann ja nicht der Plan sein. Nee.
Übrigens, die 1000 Lebenspunkte musst du so und so zahlen. Stimmt, du kriegst nur keinen Schaden. Lifepoints zahlen hat das nichts zu tun. Ja, das ist einfach nur ein umgedrehter Goblin. Ja. Der Gegner kriegst nichts, stattdessen zahlst du. Toll. Ja, aber ist, fällt das unter Schaden? Du verlierst Lebenspunkte, Punkt. Der erste Effekt. Achso, nein, das ist ja Zahlen. Das ist Zahlen. Zahlen und gleich Schaden. Okay. Also der Plan sieht dann natürlich aus, wenn man Hemmung, Gott ist der dabei behindert. Wenigstens, ey, du. Wenigstens heißt es nicht Hemmung. Wegen Hände. Das ist, wir hatten wir alles schon. Okay, also bleiben wir bei Chicken Game. Dann würde man natürlich auch dreimal Terraforming spielen. Ja, wenn ich Terraforming hätte, dann kann ich mir auch gleich die Kosmoton raussuchen. Ja. Ich sehe einfach nicht, an welchem Punkt. Gut. Du hast, du verlierst den Punkt, den du wiedergeben, die du heilen kannst. Einigen wir uns darauf, es ließe sich ausprobieren. Okay? Ja. Trotzdem, jetzt so auf Anni würde ich jetzt mal nicht den Punkt sehen, an dem die Karte wirklich dem Goblin großartig voraus wäre. Außer natürlich, das ist die Tempo-Variante, die mit beiden spielt und du hast das gerade nicht gesehen. Oder vergessen wir zu sagen. Wie mit beidem? Goblin und Hemmung. Nee, mit Goblin wird nicht gespielt. Also, ich gebe Ich kann hier mal gerade eine. Also wenn ich mir hier mal eine Deckliste anschaue, dann sind da die drei Kosmo-Viecher drin, dann dreimal Jura Gedo. Die Karte kannst du mal kurz zeigen. Ja, das ist quasi eine zweite Honest. Kannst du trotzdem mal kurz zeigen. Buff halt um konstante 1000. Ja. Also. Ja. Dann Gods, weil, ne? Weil keine fallen. Genau. Dann, die zwei Honest, das ist klar. Dann dreimal Maxi. Wird auch immer gespielt. Das ist aber ein Turnierdeck, muss man dazu sagen. Das ist eine Tech-Karte dann, die man dreimal im Main hat. Welche? Das kann man sich auch Maxi. Ja, das ist eine Tech-Karte. Ja, dann Cosmotown, das ist klar. Darkhold Raigeki. Also da wird dann, okay, wenn du schon ohne Traps spielst, dann spielst du natürlich zweimal Darkhold. Und das Raigeki um Board zu clearen. Ne? Aber hier sind ja Traps drin. Ja, dann wird hier auch noch dreimal Shared Ride gespielt, um halt noch mal mehr zu ziehen. Wieder als Tech. Ja, gut, das kannst du so nicht machen. Das kannst du nur im Turnier spielen. Das ist ein Turniergedeck. Ja, und aber ich glaube mal, das ist wieder so, wo die Control-Variante wahrscheinlich wirklich besser sein wird. Ja, da ist sogar der eine Limiter Removal drin, um auch besser auf Kill gehen zu können. Ja, gut, Limiter Removal ist sogar lustig. Wäre sogar ziemlich lustig in dem Deck hier. Ja, also das würde ich, glaube ich, sogar auch machen. Limiter Removal ist immer gut. Einfach wegen. Weil ich meine, wenn die zerstört werden, sei es drum. Ja. Die wollen doch zerstört werden, quasi. Okay, ich mein, der Wegbrand, der ist nett, aber. Oder? Doch, der kann's auch. Und Limiter Removal ist einfach immer gut für den Random OTK. Ja. Okay. Weil ich meine, einfach mal folgenden Zug vorstellen: Ich greife den Bauernmädchen an oder Farmgirl, verbanne es, hole einen der beiden Wegbereiter, einen der beiden Maschinen, Wegbereiter oder Gleitflieger, so rum stimmt's, und brenne dann halt mit Limiter Removal durch. Okay. Aber lassen wir mal das Thema, dass das Ding auch als Tempo-Deck gespielt werden kann. Ja, aber auch ohne Tempo ist Limiter Removal cool. Lassen wir es mal bei diesem Deck hier. Das, finde ich, wurde ganz gut umgesetzt. Ja. Stürmische Spiegelkraft ist eine lustige Idee. Haben wir ja selber schon darüber philosophiert, ob die Karte vielleicht gut sein könnte. Weil es halt solche Sachen wie Beals oder Winder kaputt macht. Ja, statt dem Ring würde ich lieber den Torrential spielen. Mhm. Weil die können wieder zerstört werden. Deswegen kann man hier auch Darkhold spielen. Im Control muss man es jetzt nicht, aber deswegen Torrential lieber Überring. Ja. Achso, das sind doch übrigens die einzigen zwei Traps, die in dem Tempo-Deck dann gespielt werden. Zweimal Torrential, weil das ist nach RLG-Banlist und die haben zwei Torrentials. Hier langt aber der eine, der erlaubt ist. Ja. So, was haben wir noch? Schauen wir mal. Side-Deck. Retaliating C. Die Karte habe ich vorher noch nie gesehen. Das Lustige ist... Vergeltendes C. Das Lustige ist, das Turnierdeck, was ich mir hier gerade anschaue, spielt die auch. Jetzt gucken wir mal, was die Karte kann. Zauberkarte aktiviert, wird den Effekt beinhaltet, dass ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung beschwört. Also Anti-Nekrods oder Shadow. Diese Karte als Spezialbeschwörung... Oder... muss doch eine Zauberkarte sein. Wird jede Karte auf den Friedhof gelegt und stattdessen verbannt? Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, kannst du eine andere Erdemonster haben, Typ Insekt mit 1500 oder wir haben keine Insekten hier drin, oder?
Ja gut, das nächste vergeltende C oder Maxi, weil die nächste ist, vergeltende C nicht. Oder? Nee, gut, dann das Maxi, weil die C sind ja alles Insekten. Ja. Was ich jetzt gerade finde, wo ich das lese, und Makrokosmos. Klar, tut vielen Decks weh, aber dürfte in Deck hier wahrscheinlich gar nicht mal so toll sein. Ganz einfach deswegen, weil diese Karten auf den Friedhof wollen, um sich dann zu verbannen. Trotzdem. Klar, es ist, jetzt tut nicht wirklich weh, dein Cosmo-Town, aber trotzdem kann man Makrokosmos hier nicht einfach so reintun. Da muss man schon einen richtig guten Grund für haben. Mhm. Okay. Dann klar, Maske. Noch. Maxi, klar. Beschränkung gegen Necrotz. Mhm. Und hier Auslöschung gegen Shadow. Gar nicht mal so doof eigentlich. Dann, was ich jetzt auch gesehen habe. Moment, ich sollte aufhören, nach Spielfeldzauberkarten zu suchen. Kann helfen. Na? Muss kurz die Karte raussuchen. Weil ich jetzt den deutschen Namen nicht weiß. Welche denn? Moment. Sag den englischen. Ich hab's gleich. Sag den englischen. Ich weiß, nach welchem Thema ich suche, okay? Ich suche es jetzt nur noch in dem Thema raus. Ich will auch nur wissen, ob ich den deutschen Namen wüsste. Sag ihn mal. Okay, Ally of Justice, Cycle Reader. Nee. Ich wollte gerade sagen, Kreisleser wäre nämlich irgendwie ein bisschen zu einfach. Da haben wir ihn. Umlaufleser. Achso, okay. Kann man von Hand auf Friedhof abwerfen und dann bist du zwei Lichtmonster im Friedhof des Gegners verbannen. Das ist. Also Klammer auf, die Dekrähe in besser. Das ist eine 1. Ja, müssen Lichtmonster ja, sein. Ja, in dem Fall eine, dann. Aber es ist eine 1A. Satellakonter. Ich hatte zwar zuerst an Burning Abyss gedacht, aber stimmt, gegen Satella ist auch gut. Stimmt, die sind ja auch Licht. Mit Dante. Genau, darum geht's nämlich. Wenn du einem Burning Abyss Spieler zwei seiner Dantes verbannst, dann ist das Game. Weil er nicht mehr loopen kann. Ja, das ist einfach Game. Ja. Wenn du das schaffst. Also ist okay, im RLG-Format, wo du nur einen Seer hast, ist noch mehr Game als bei uns, aber trotzdem ist es geht das ziemlich hart rein. Und klar, Satellas zerstört's. Das ist gut nervig. Du haust das weg, was der Adler gerade holen will und GG. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Karte, die man sich mal überlegen könnte. Mhm. Vielleicht besser als Maske. Weil das Maske verhindert halt nur die Tribute von der Hand, nicht vom Friedhof. Also ich denke auch gegen Necrotz langt es, wenn du also hier Ghost Ogre und Snow Rabbit ist gut gegen Necrotz, dann natürlich Retaliating Sea ist gut dagegen. Und Mistake ist sowieso GG, wenn du das rauskriegst. Ah, hab ich befürchtet. Necrotz-Kaleidoskop. Biete einen Monster von deiner Hand oder Spielfeld als Tribut an oder lege einen Monster von deinem Extra-Deck auf den Friedhof. Auch kein Tribut. Genau, deswegen Maske der Beschränkung würde ich rauslassen. Und den Makrokosmos und die Fischer würde ich mir auch überlegen. Ich glaube, das würde ich nicht tun. Nee. Weil, wie gesagt, ich würde lieber noch versuchen, irgendwie vielleicht ein Out gegen, oder ich weiß nicht, ob dieses Deck ein Out gegen, Dings braucht. Hm? Red Beasts. Die wichtig genug sind. Ich wüsste jetzt kein Out gegen Spirit Beast, das dem Deck hier nicht genauso wehtun würde. Die Sache Imperial Iron Wall kannst nicht bringen. Nee, nicht wirklich. Und ich meine, nee, es wäre genauso dämlich. Nee, halt höchstens Antifusionskarten. Mhm. Interessant. Ja, ach so, klar. Was natürlich auch immer eine Sache ist gegen Burning Abyss und so, ist natürlich immer Flying Sea. Das ist immer eine Sache. Kann man immer machen. Klar. So, aber lang genug gelabert. Oder man spielt aber mit Blackhorn. Das hier ist. Sind wir da nicht drauf eingegangen? Ja, da gibt es aber auch nichts arg Nennenswertes. Es wurde jetzt die neue Sondernummer 39 rein, weil die OP ist. Die Hand ist ein bisschen seltsam, kann man aber machen. Castle, Exzie, Cowboy sind da. Abyssbewohner ist eine gute Karte. Genauso wie Alucard und Levier. Mit Schrottdrache, Michael und Black Rose wurde jetzt keine schlechte Wahl getroffen. Man hat nichts Offenes, Permanentes aus dem Feldzauber, was man unbedingt zurückgeben musste, deswegen man den Grobewächter über den Vulkan picken kann. Ganz so einfach ist es
Ja klar, mal liegt eine offene Kette rum. Drachos-Sack könnte man auch reintun. Oder eine Tiras. Aber irgendwann hast du auch keinen Platz mehr. Und Sache ist halt die, dass die beiden Maschinen jeweils die einzigen in ihrer Stufe sind. Deswegen, was ich trotzdem machen würde, wäre, wo haben wir ihn denn? Gaia. Ja, wäre der, nee, wäre als Stufe 8er, Entschuldigung, als Stufe 7er, als weitere Stufe 7er, der, Red Eyes Flare Metal Dragon. Stimmt, der ist cool. Ja. Wenn du mit Stufe Rang meinst. Ja. Weil, ich meine, in vielen heutigen Decks werden einfach zig Effekte hintereinander aktiviert und das Ding brennt gut durch. Und das Geilste ist ja, wenn der Gegner ein Beast draußen hat. Ja, ne? Ja. Trotz, okay, da kann man das noch rein. Außerdem geht sie nicht durch Karteneffekte kaputt, was ziemlich praktisch ist. Ja, deswegen könnte man die vielleicht über die Hand picken, weil die Hand ist jetzt nicht so doll. Abgesehen davon, dass wir hier natürlich vom TCG reden und Utopia the Lightning im TCG noch nicht draußen ist. Das ist ja eine andere Sache. Hier hat ja nicht gesagt, dass das ein TCG-Deck sein soll. Da tatsächlich nicht. Und Gojo-Wächter finde ich auch immer noch nicht so pralle. Ja, er kommt halt, ist ja gut, um schnell mal was drüber zu rennen. Was auf niedrigen Stufen oft nicht so einfach ist. Und ich meine, gesagt, für den Vulkaneffekt, da ist auch andere, die das können. Ja. Deswegen kriegt das Deck so wie es 13 Punkte, weil Kosmos stark ist und das Deck ist nicht schlecht gemacht, weil es halt mal kein Tempo, sondern zur Ausnahme Control ist, was nicht schlecht ist, weil das Deck kann gut controllen. Mhm. Hat einen soliden Sustain etc. pp. Deswegen 13 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Decks schicken wollt, guckt in die Videobeschreibung und das neue Infovideo an. Das solltet ihr wirklich, weil da wurden noch mal ein paar neue Sachen gesagt. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Let's go.